Das ist ein Cembalo, das zweite Instrument, was ich heute vorstellen möchte. Die ersten Instrumente gab es seit etwa dem 15. Jahrhundert. Ein Cembalo-Ton entsteht, wenn ein Federkiel eine Saite anreißt. Dieser Federkiel befindet sich in einem Springer. Wenn man eine Taste drückt, springt dieser nach oben, der Federkiel zupft die Saite an und der Ton entsteht. Man kann Cembali deshalb auch als Zupfinstrumente mit Klaviatur bezeichnen. Bei Orgeln und Cembali nennt man diese Klaviatur auch Manual. Dieses Instrument hat zwei Manuale. Die beiden übereinanderliegenden Manuale ermöglichen es mir, relativ schnell Lautstärke und Klangfarbe zu wechseln. Das obere Manual klingt zarter und leiser. Das untere Manual ist grundtöniger, kräftiger. Ich kann aber auch beide miteinander koppeln, so wird es noch lauter.